alle verpflichtet irgendwie. Man kann ja nichts dafür, wo man hineingeboren ist. Ja, es ist mir nicht unangenehm, sagen wir mal. Man lebte wunderbar und friedlich und hatte keine Sorgen. Momentan ist es ja nur ein Bestandteil des Namens. Es gibt ja keinen Adel mehr, ne? Uns fiel alles in den Schoß. Wir haben nie den Wert des Geldes eigentlich kennengelernt. Wir kamen erst darauf, dadurch, dass man uns alles genommen hat. Es war mir ein schrecklicher Gedanke, als mittellos zu heiraten. Da ganz abhängig von Mann. Das fand ich also so furchtbar, konnte ich mich nicht so entschließen. Ich bin diejenige, die am längsten hier ist. Ich bin 34 Jahre hier. Aber das war aus dem Grund, weil ich als Krankenpflegerin hergekommen bin, vor allen Dingen, um meine Schwester zu betreuen. Ne? Dabei muss man natürlich auch noch sagen, dass ja viele sich von Kindsbeinen an kennen und sogar verwandt sind. Ne? Das ist natürlich auch, ich meine, das wird man in kaum einem anderen Heim mit alten Menschen treffen, dass eine so homogene Gruppe zusammen ist. Das ist so wie im Kloster. Es ist ja sehr, hat ja sehr viel Ähnlichkeit mit einem Kloster. Mhm. Nur, dass man rauchen darf. Ich ärgere mich mal furchtbar über die Damen, pardon. Und da geht mein Mundwerk wieder durch und da kriege ich wieder Krach, aber ist egal, nicht?